Ja, hallo Leute. Ja, heute kommen wir zu einem unkonventionellen Video. Was heißt Video? Einfach mal so ein Update von meiner Seite aus. Ich bin zwar, also ich habe zwar jetzt auch wieder jetzt gemerkt, wie es ist, wenn man halt aus dem Schlaf gerissen wird von einem Tier. Ich will jetzt zwar jetzt nicht so um den heißen Brei rumreden, und kommen wir halt dann auch dann zu diesem heutigen Vlog, den ich erzähle. Ja, ich habe halt einen unkonventionellen Gast. Ja, um den Gast brauchen wir jetzt nicht weiter rumzureden. Es ist halt über mir. Er nennt sich Waschbär. Der hat sich heute jetzt in meinem Schlafzimmer den Weg fast durchgebahnt. Ist halt leider jetzt so passiert. Jetzt muss ich gewisse Maßnahmen treffen. Entweder die Beseitigung oder je nachdem die Verscheuchung des Viehs, weil, wie gesagt, gilt ja unter Artenschutz und Naturschutz halt in dem Sinne. Und ja, das war halt jetzt einer meiner Malheure jetzt in der Nacht. Ich höre nicht richtig, was in meinem Schlafzimmer da zu hören war. Ich habe erstmal so gedacht, das wäre draußen irgendwo gewesen, irgendwas umgefallen. Nee, aber dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Und da aber ich muss jetzt nicht nähere Details zu der Wand, die jetzt da kurz eingerissen wurde, da benennen. Ja, es ist halt leider jetzt so passiert. Ja, ist halt auch jetzt quasi für meinen Vlog halt jetzt halt natürlich kein guter Anfang, aber ich habe trotz alledem mich heute sehr bemüht, trotz allem dann weiter zu schlafen. Und dann bin ich früh wach geworden und bin dann erstmal wieder um die Häuser gelaufen, also fitnessmäßig, um mich fit zu halten. Klar, ich muss ja auch ein bisschen die Wampe halt wegkriegen. Also was heißt wegkriegen? Eigentlich komplett, also wie zur normalen Figur kommen. Und ja, ansonsten habe ich halt heute dann auch dann sauber gemacht. Also nachdem dieses ganzen Malheurs habe ich erstmal im Schlafzimmer hauptsächlich sauber gemacht. Hier hauptsächlich sauber gemacht, also überall jetzt die Bude, weil heute habe ich ja meinen freien Tag. Also von meinem Betrieb. Und aber ich bin immer jeden Tag froh, auch selbst wenn ich in diesem Betrieb gerne arbeite. Bin ich immer froh, auch mal einen freien Tag zu haben. Die Kollegen, die es halt wissen, und die halt hier meinen Kanal auf jeden Fall dann mit abonnieren würden und wollen, die können es halt gerne noch werden. Ich und mein Kumpel Markus, die sind gerne gesehen. Halt dafür, dass wir halt noch jetzt mehr Abonnenten da kriegen, weil wir wollen auf jeden Fall die Marschroute jetzt richtig festlegen. Also wir werden jetzt nächsten Zeit jetzt, also in den nächsten paar Wochen, also was heißt Tag, aber wir werden euch im Laufe der Zeit, je nach Zeit, dann euch erstmal mit Vlogs oder mit irgendwelchen Spontanvideos erstmal füllen. Und heute mal dann über meine neue Cam. Seid gespannt. Wir werden jetzt in nächster Zeit ein Video über eine neue Süßigkeit euch vorstellen, die bis jetzt noch gar nicht also zumindest jetzt laut meines Wissens noch nicht in Erscheinung getreten ist. Die wird jetzt bald auf jeden Fall die nächsten Tage ankommen. Ich darf das Paket jetzt aber noch nicht öffnen, weil wie gesagt, die Sachen zu dem Ganzen kann ich erst dann öffnen, während wir das Video dann teilen euch. Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Also auf jeden Fall, ich gebe jetzt dieses Update also halt von meiner Seite aus. Also ich warte jetzt halt gespannt auf das Paket. Es kommt per DHL.
Ja, es ist jetzt auch jetzt nicht groß rumzureden, weil da arbeite ich, aber mitsamt Deutscher Post. Brauchen wir jetzt nicht weiter jetzt drum rumreden. Also ich bin Postler, aber ich bin hauptsächlich mit der E-Karre unterwegs und bringe die Pakete an ihr gewisses Ziel. Und ja, ich bin trotz allem immer auch ein sehr beschäftigter Mann. Also egal ob jetzt beruflich als auch familiär oder sonst wie. Das jetzt mal als Preisgebung von meiner Seite aus. Weil klar, man muss ja auch irgendwann auch mal die Wahrheiten rausrücken. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein großer Bohai da draus. Es ist jetzt ich bin jetzt 8 Jahre, bald 9 Jahre mit im Geschäft dort und ich bin immer noch froh. Klar, ich war halt anfangs Gruppenführer und Auslader, aber dem konnte ich mich nicht mehr so richtig widmen und dann habe ich mich dann auf die Karre gesetzt. Ja, also jetzt nicht, dass es jetzt heißt, auf der Karre zu sitzen, dass man da faul wird. Nee, ist nicht, weil man hat 5 Rollbehälter hinter sich her zu karren, also egal ob jetzt leer oder mit vollen Paketen, die Mindestlast darf halt nicht mehr als 5 Wagen haben und es ist halt genug zu tun, zu was für Tagen, egal ob jetzt auch mal nur kurz Tage Flaute ist mit Paketen, wir haben immer was zu tun, auch trotz Corona, ich habe nicht viel zu meckern, auch mit dem Verdienst, brauchen wir auch nicht weiter drauf rumreden, was man da verdient. Und ich bin wunschlos glücklich mit meinem Beruf. Mit meiner gewissen Freizeit auch dann da halt auch diese Vlogs zu machen, auch meine Arbeitskollegen, die ich sehr schätze. Ich habe da auch viele sehr gewonnen, auch Aufsichten sehr viel gewonnen, und wir sind ein eingespieltes Team und das möge ich halt gerne so weitergeben an euch und aber wie gesagt, heute ging es halt darum um den heutigen Vlog und das, was jetzt in nächster Zeit ansteht. Und das ist jetzt noch halt zu meiner Vita noch dazu. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Heute ist der 25.08.2021. Also ich bin schon auf jeden Fall mit 2 Daumen komplett geimpft. Bin komplett durch, habe jetzt auch schon, wie gesagt, aber das ist jetzt auf dem anderen Kanal auf jeden Fall sehr, sehr publik. Das werden wir dann jetzt demnächst ausweiten, aber das wird alles dann auf dem Fußballkanal dann passieren, dass wir uns dann mit einem Vlog dann unserem Fußballkanal dann, also Markus und ich dann in Dortmund dann ablichten und dass wir halt dann da drehen. Wird dann auch dann kündige ich mir dann auch dann damit an, also wir sind dann viel, also gegen Union Berlin sind wir auf jeden Fall dabei, aber wie gesagt, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, die Karten müssen ja auch erstmal vorhanden sein, das jetzt nur mal so kurz eingeschoben und ansonsten wünsche ich euch einen, das zweite Mal wiederhole, einen wunderschönen Mittwoch, weil, wie gesagt, Vorhersage soll ja ab morgen soll ja regnerisch werden in manchen Gebieten. Ob das jetzt hier bei mir hier ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, und in diesem Sinne, lasst ein Like da, Daumen rauf, schreibt in die Kommentare und seid gespannt, was euch in der nächsten Zeit wir euch präsentieren. Alles klar, bis dann, ciao.